So, Freunde der Sonne, neue ID, neue Woche, aber erstmal die Schatzkammer looten. Ich nehme euch wieder mit. Was ist denn mit dem Transport passiert? Okay, whatever. Gar nicht viel schnacken, gleich rein. Wir starten diesmal mit dem Krieger, weil der hat ja das letzte Mal den. Ist das Schleifstein? Wettstein? Auf jeden Fall das schicke Trinket aus Hof der Sterne gezogen auf 4,21, wofür mich bestimmt einige hassen. Von daher. Ja, kann das eigentlich gar nicht mehr getoppt werden und da brauche ich jetzt keinen großen Spannungsbogen, glaube ich, drum machen. Wir loggen uns ein und schauen, was passiert, was aus der Kammer kommt. An sich wäre alles okay, alles Item-Level-Upgrades. Es ist, glaube ich, diese ID auch viermal mythisch Dungeon gehen, also M0 oder M+ geht natürlich auch für Raid-Loot, auch für Rouge. Da würde ich gerne noch ein Trinket bekommen. Das wäre natürlich nice. Also das wäre echt nice, das wäre top. Aber ich will mich hier natürlich jetzt nicht irgendwie ja, beschweren. Der Pal hat auch mittlerweile eine Waffe bekommen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Aus Nokut, aber schauen wir gleich natürlich rein. So, ich bin noch nicht geladen. Ich habe mich gerade das erste Mal eingeloggt jetzt heute. Von daher. Nicht schlimm. Ach, ich bin gerade ein Vulpera. So, was haben wir denn? Und wir haben eine Waffe mit Tempowörser. Oha, das werde ich sehr wahrscheinlich nehmen. Crit, Temporing, Schulter brauche ich nicht zwingend, da ich jetzt eine 415er Ringe, ja, sind jetzt nicht die besten, die ich habe. Aber wenn ich eine 421er Waffe, die ich jetzt auch gerade schon auf 415 habe, wenn ich die nochmal etwas höher bekommen kann, wird die natürlich sehr gern mitgenommen. Key gibt es leider bloß ein 21er. Ich habe letzte Woche keinen 22er gespielt. Das war, naja. Durchwachsen, sagen wir es mal so. Wer in den Streams dabei war, der weiß, was los war. Ja, neue Waffe. Sehr schön, sehr schön. Da müssen wir schnell noch schauen, was es für ein Key geworden ist. Shadow Moon 21, Willi? Okay. Ja, super Start auf jeden Fall, würde ich sagen. Gut, den habe ich jetzt die Woche auf 22 gemacht. Ja, mal gucken. 21 kann man schön Key draus machen. Ich will auf jeden Fall hier die Grauen wegbekommen. Letzte Woche. Ich weiß nicht, wie oft ich Ruby gegangen bin. Es lag wirklich nicht an mir. Ja, es lag nicht an mir. Gleiches bei Academy. Es lag nicht an mir. Das so viel kann ich sagen. Aber gut, ein bisschen pushen will ich noch. Aber an sich war ja mein Ziel, Hauptsache irgendwas in die 20 zu gehen. Und da bin ich auch angekommen. Von daher alles gut. Wir loggen um. Schon mal Top Start. Waffe 421. Top Key. Von daher schauen wir mal, was. Ich habe jetzt erstmal den Demon Hunter. Okay. Schauen wir, was der Demon Hunter zu bieten hat. Mit dem habe ich bloß einen Key gemacht, muss ich ehrlich sein. Seitdem er KSM hat, habe ich ihn etwas in die Ecke geschoben. Auch hier wäre Waffe gut. Wobei die Waffen, glaube ich, schon gar nicht so verkehrt sind. Trinket wäre vermutlich auch nicht schlecht. Waffe habe ich bei 408 und 392, ja doch. Ich habe aber bloß einen Key gemacht, ja. Stimmt, hier sind der Trinket schon sehr gut. Okay. Ich sag gar nichts mehr. Ich sag gar nichts mehr. Gott, ich war im Dungeon und habe das Horn nicht einmal benutzt. Gott. Oder ich mich nicht. Nächste Trinket. Tempo zu erhöhen. Brauche ich das? Eigentlich nicht, oder? Boah. Und die anderen beiden besser, würde ich sagen. Wo Wörser ist und Mainstead und hier das Raid-Trinket. Nicht ganz so geil. Finde ich jetzt persönlich. Egal, ich nehme einfach die zwei schicken Marken. 13er Shadow Moon. Die Shadow Moon-Woche? Ja, der hat schon 15, 16 gemacht, aber wie gesagt, er hat nicht viel Aufmerksamkeit die letzten zwei IDs bekommen. So, Parler. Hier, wie gesagt, jetzt Waffe aus dem Dungeon bekommen. Mit dem Parler habe ich recht viel gemacht. Mit dem habe ich jetzt ja den KSM da noch geholt. Von daher hat der auch drei Items zur Auswahl in dem Plus. Waffe hat er jetzt eigentlich. Vielleicht ist trotzdem einer drin. Wo bin ich denn hier? Lass uns mal überraschen. Zack, zack, zack. Ist mir alles nicht geladen, ey. Da stehe ich auf Schutz? Ja, gut. Schild. Ach du Gott, ich brauche ein Schild. Okay, kein Schild. Hose nehme ich auch, ja. Oma brauche ich nicht. Ja, dann nehmen wir wohl die Hose. Die ich sogar so lassen würde. Tempo Mastery, super. Und Vermeidung mit drauf, was ich natürlich auch gerne mitnehme. Würde ich jetzt, glaube ich, auch gar nicht in Z-Teil umwandeln, weil ich habe ja schon Frostset mit ihm. Und genau, ich habe ja hier Faucet. Von daher. Trotzdem, ja, Schild oder Hose wäre auf jeden Fall wichtig gewesen. Somit hier nochmal ein Big Upgrade. Drei Item-Level einfach mal noch nach oben. Sieht jetzt natürlich nicht so schön aus. Müsste gleich Transmog werden. Und Key. Shadow Moon. 15.
Okay. Nummer 3. Einfach mal 3 mal Shadow Boon. What the hell? Gut. Jetzt ist ja die Wahrscheinlichkeit schon gering, dass wieder ein Shadow Moon rauskommt, oder? Ich tippe jetzt auf. Ja, ich auch bloß ein Key. Ich glaube, mit dem habe ich bloß ein Key gemacht. Mit dem Monk. Monk habe ich, glaube ich, 4 gemacht. Mit dem Evoker müsste ich auch 4 gemacht haben. Ja, ich habe auch den Evoker gespielt. Ich war fleißig, habe noch ein bisschen geheilt. Muss ja, ich muss das ja auch ein bisschen können. Versuchen zumindest. Bin ich denn hier? Im Gasthaus, okay. Der... Ist da Voodoo im Weg? Hat sich Voodoo schon wieder jedes Mal verschoben. Wahrscheinlich wäre ich mit Laufen schneller gewesen, egal. Oder normalen Mount. Daddy K bräuchte vielleicht einen Gürtel. Ansonsten ist, glaube ich, egal. Ich stehe gerade auf Unholy. Ist das. Okay, Loot ist auf Blut, egal. Jo. Da ist der Gürtel, würde ich mal sagen. Ist der. Ist auf das Trinket jetzt gerade okay, aber. Okay, Azurvolt. Mal kein Shadow Moon, ja? Nicht, dass hier mir irgendwer was unterstellen will, dass ich da die ganze Zeit lucky bin mit den Keys. So, neue Hose, neue Gürtel. Von daher, jo, sehr schön. Azurvolt 11, ja, mit dem bin ich jetzt noch nicht so hochgegangen. Mit dem muss ich diese Woche auf jeden Fall mehr machen. Das habe ich zwar schon vor 2 IDs, glaube ich, gesagt, aber ja. Nein, Decay und Druid diese Woche auf jeden Fall viel machen. Morgen noch ein bisschen equippen. Dann mal gucken, wie gut ich da vorankomme, was KSM angeht. Also ich würde die schon gern so in den nächsten 2-3 Wochen, sagen wir mal 3 Wochen, den KSM bei allen abschließen. Also dass alle 2000er Wertungen haben. Und dann schaue ich mal, was ich dann noch mache. Druide. Glaube ich gerade auf Feral. Ne, bin wieder Wächter. Gut. Ja, da fehlt noch einiges. Ne? Hier ist so ein Ring zum Beispiel noch auf 3,19. Foresight hat er aber, wir haben die Schuppe, wir haben die Rätselbox, ja, egal, echt das drin. Dürfte aber auch nur ein Item sein, ja. Handgelenke, Tempomeister, sind genau die gleichen, nur höheres Item-Level, ja gut, ist okay. Also könnte schlimmer sein, könnte aber auch besser sein, ne? Von daher, wo sind sie denn da? Und Key? Ein Tempel, 12, okay. Ein Shadow Moon. Aber das ist alles okay mit den Keys. Also, ja, ich finde jetzt auch kein Dungeon mehr so schlimm. Wir haben. Was sieht er denn auch? Ich glaube, das ist, wenn man über dieses, über diesen atomaren Veränderer gedönst, was die Rasse ändert. Ich glaube, dann ist das Transmog quasi raus. Also, denn. Weiß WoW nicht gerade, dass es eigentlich einen Transmog anhat und dann zeigt er da den normalen, die normale Ausrüstung an. Ich bin schon wieder nicht geladen, egal. Genau, hier bin ich gerade nämlich noch Taure, deshalb. Was brauche ich mit Monk? Eigentlich vieles. Habe ich doch keine 4 gemacht? Boah, es sind auch nur 3 Item-Level. Schade. Ich schon fast die Dinger, glaube ich, mitnehmen. Auf die 3 Item-Level kann ich auch verzichten. Darauf kommt es jetzt auch nicht an. 9er. 9er, na gut. Naja. Okay, jetzt kommt nur noch der Evoker. Also können wir sagen, die höheren Chars. Okay, nee, sagen wir Krieger und Parler. Super Loot auf jeden Fall. DK, ein Item, das letzte blaue Item ausgetauscht. Ja, die Age leider nur ein Trinket, aber da habe ich auch nicht viel gemacht. Hier rächt sich jetzt so ein bisschen das, wenn man nur ein Key macht, ne? Oder 2. Keine 4, sagen wir es mal so. Ich ändere das die Woche, ich verspreche es. Wir warten. So, Mr. Evoker. Gibt es natürlich noch einiges Blaues. Hab 2-Set, das heißt, hier könnte ich mir eventuell 4-Set bauen. Ich habe aber keinen blauen. Ich habe nur lauter blaue Sachen, die. Mit Umwandeln ist schwierig. Vielleicht kommt jetzt ja ein Set-Teil. Nein, aber. Oh. Okay, das ist nur ein bisschen höher als das, was ich jetzt dann habe. Jetzt ein Stab, Zweihand. Wo ich schon ein Set-Teil habe. Oh, okay.
Ja, dann nehme ich dir mit, falls ich eine gute Offhand bekommen sollte, irgendwo. Vielleicht habe ich sogar eine in der Tasche. Ne, da zeigt er die andere schon an. Egal. Nehmen wir den erstmal mit. Okay, nicht so geil. Dazu wollten 9. Stimmt, ich bin 9er gegangen. Ja. Okay. Ja, das war's. Mit dem Priester habe ich nichts gemacht. Also nur alle 6. Nur alle 6 Tanks und Evoker. Ja, die Woche auf jeden Fall intensiver. Nochmal Decay und Root. Definitiv. Morgen versuche ich noch ein bisschen mehr zu equippen. Die beiden werden ihre Pflichtkeys nur machen, denke ich. Und ja, Vari, also auf jeden Fall wieder 820er, klar. Das, also mindestens 820er. Oder jetzt erstmal meine 21er Shadow Moon. Dass hier ein bisschen Equip auf jeden Fall weiterhin rumkommt. Und vielleicht noch die grauen Keys in der Rio durch weiße ersetzen, dass da Keys in Time sind. Jo, das war's. Ich hoffe, eure Kammer war auch okay. Ich sag mal, es hat gut begonnen und stark nachgelassen auf jeden Fall bei mir. Falls ihr sie noch nicht geöffnet habt, dann good luck auf jeden Fall und natürlich auch viel Glück in euren Keys, Raid, PvP, was auch immer ihr macht. Danke euch wie immer fürs Einschalten und wir sehen uns und hören uns bald wieder. Bis dann!